Guten Morgen, Leute. Nacht war entspannt, bisschen Verkehr von der Straße her gewesen. Aber war alles okay. Ja, ich will jetzt meine Sachen packen. Und dann, ja, dann geht's auch gleich wieder rauf auf den Bock. Ich würde mal sagen, bis gleich auf der Straße. Einen wunderschönen guten Morgen. Bin gerade vom Platz gestartet. Und jetzt heißt es erstmal wieder Kilometer machen. Bis zum ersten Zwischenstopp Malchow. Da wollte ich erstmal was essen. Und Straße. Ja. Ich habe jetzt die Route bei Komoot noch umgelegt. Von Mountainbike auf normal Fahrradfahren. Mal gucken. Ja, zieht euch rein. Die Sonne wieder im Gesicht. Hoffentlich bleibt das Wetter so. Kann nur gut werden. Also weiter. Ja, geil. So lässt sich Strecke machen. So, wir sind in Malchow. Dann wollen wir doch mal gucken, wo wir was für den hungrigen André herbekommen. Nach einem ausgiebigen Frühstück haben wir auch mal schnell die ganzen Akkus alle aufgeladen. GoPro, Handy, Bauch. Und ja, jetzt verlassen wir Malchow und jetzt geht's, ja, ich habe keine Ahnung wohin. Wir folgen einfach mal dem Track, gucken, was uns erwartet. Ne? Also, bleibt dran. So, Freunde, kleiner Zwischenstopp. Ich werde hier erstmal mein Überzelt trocknen. Das ist noch ganz schön nass von heute Morgen. Ja, wir haben schon was trinken noch. Ein bisschen die Beine nochmal hochlegen. Und dann, ja, dann schauen wir mal weiter. Nächstes großes Ziel ist Rheinsberg. Ich glaube, müsste noch ungefähr auch 30, 35 Kilometer sein. Und ja, wollen wir mal weiterschauen. Kilometer weit, immer geradeaus. Geil. Schöner Weg. Hammer. Sehr gut. Ja, wer hört's? Jetzt macht sich mein Tretlager vorne bemerkbar. Ich hoffe, das hält noch durch, aber spätestens zu Hause sollte ich mich mal darum kümmern.
aber wird schon. Eben ein bisschen das Problem gehabt, mit einem ganz kleinen Gang hochgefahren, dann den Berg runtergeschossen und dann den nächsten Berg wollte ich wieder hochtrampeln und habe dann so ein bisschen ins Leere getreten. Fühlt sich nicht so schön an. Ah, hab mich vergessen zu schalten. Ja, Freunde, es ist wieder Essenszeit. Ja, Currywurst mit Pommes, Apfelschorle. So sieht das Ganze hier aus. Und essen wir jetzt erstmal was und dann, geht das weiter, ne? Schönen Ausblick gibt es ja auch noch. Gut, da würde ich mal sagen, gehen wir mal zurück zum Bike. Und dann geht das weiter. Na, ja, super. So Leute, frisch gestärkt verlassen wir nun Fleckenzechlin. Komischer Name, ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, ist schön hier, mit dem See, gefällt mir. So, jetzt geht es weiter Richtung Rheinsberg. Ungefähr 13 Kilometer. Da werden wir dann nochmal einen kleinen Stopp machen und dann geht es weiter Richtung Lindo. Und in Lindo, so war der Plan, wollte ich dann heute auch die Etappe beenden. Morgen dann die restlichen Kilometer abreißen. Gucken wir mal, was wird, wie es wird, was kommt. Jetzt bin ich hier am Campingplatz und keiner ist hier. Komme ich hier nicht rein. Jetzt heißt es erstmal warten, bis der Onkel Platzwart kommt. Und dann mal schauen, ob hier ein Plätzchen für mich frei ist. Ist das? Nee. So sieht das Ganze aus. Zelt. Und das ist die Aussicht auf den See. Ja, ich sag mal, so lässt sich das Leben. Ja, so liebe Leute. Ich werde jetzt gleich duschen gehen, werde mich jetzt mal umziehen. Vielleicht fahre ich noch mal kurz hoch in die Stadt und was essen. Und ja, ich verabschiede mich von euch für heute. Und ja, morgen geht's dann weiter. Und ja, bis dahin, haut rein.